Ahoi, liebe Zielgruppe, zu einem neuen Video auf unserem Kanal. Kreuzfahrtcamper. Ja, wir sind wieder unterwegs, also wir sind weiter unterwegs, haben jetzt Landshut hinter uns gelassen und fahren jetzt Richtung Österreich, Richtung Gmunden und viele schöne, hoffentlich, Impressionen sehen wir wann? Nach dem Intro. Kilometer, knapp 2 Stunden sollen wir fahren, also wahrscheinlich eher 2,5. Also kurz nach 13 Uhr wären wir in Gmunden. Ja, es ist halt alles Landstraße, deswegen dauert das halt ein bisschen, aber ist ja nicht schlimm, ne? Ja, wir wollen ja auch was von der Gegend sehen und wir haben heute den 2.1. Das heißt, wir haben noch so viel Zeit. Ja, und ihr seht, Sonne strahlt. Ja, wir werden hier richtig gut angestrahlt. Was will man mehr als gutes Wetter? Vielleicht werde ich, aber das hilft nicht. Ich finde das so schön, ich bin so abgehackt. Ja. Der Kopf ist weg. Nö, sonst gut geschlafen haben wir in Landshut. Top Empfehlung, top modern, wirklich. Fähr- und Entsorgung ging auch ohne Probleme, auch jetzt im Winter. Ja, das hat mir erst ein bisschen die Panik, weil Stefan irgendwie gemeint hat, das gebe nicht, aber doch, Wasser gibt es auch. Okay, wir hatten gestern auch bis zu 18 Grad, also da hätte... Wäre es nicht verständlich, dass man es ausmacht. Ich kann es nachvollziehen, wenn es vielleicht richtig Frost gibt oder sowas. Dass man dann sagt, aber war ja jetzt nicht der Fall. Ja, wir stehen auf jeden Fall in Gmunden. Das ist der Ziel auf einem Parkplatz, der aber Wohnmobile stehen dürfen, auch über Nacht. Genau, im Sommer ist es so, dass der wohl 22 Euro kostet. Und in der Nebensaison soll er wohl kostenlos sein. Schauen wir uns alles mal an in Ruhe. Und ja, dann nehmen wir euch auf jeden Fall ja mit. Ja, und ich sag mal, melden tun wir uns dann, wenn wir irgendetwas erleben oder wir schöne Bilder zum Zeigen haben. Angekommen sind wir, also ihr habt es gesehen, Österreich hat uns jetzt. Ja, jetzt zuckelt es sich hier so ein bisschen. Und gleich mal ein Aufreger am frühen Mittag. Man glaubt es gar nicht. Wir fahren an der Tankstelle, weil wir natürlich eine Vignette noch brauchten. Weil wir wollen ja auch, wenn es die Möglichkeit besteht, Autobahn fahren. Wir wollen jetzt hier nicht die ganze Zeit über Land juscheln. Genau. Ja. Und dann die große super Besonderheit, wir dachten, wow, 1,674, na, da werden wir auf jeden Fall tanken. Und dann zieht sich das. Ja, dann der Opa, der erstmal tanken muss in aller Ruhe, Gemütlichkeit. Und ja, und dann auf einmal sind wir dran und dann schaue ich einmal nach oben. 1,79,9. 12 Cent teurer. Da haben wir dann gesagt, nö, machen wir jetzt nicht. Nee, das ist ja dann teilweise in Deutschland günstiger. Ja. Dementsprechend fahren wir weiterhin mit, Vierteltank ist voll. Noch über. Wir haben jetzt einen schönen Blick auf Berge. Das werden wir euch vielleicht auch nochmal gleich zeigen. Und ja, dann mal sehen. Verspätet sich jetzt immer mehr. Wahrscheinlich sind wir erst um 14 Uhr in dem Ort, wo wir sein wollen, gebunden. Weil einkaufen müssen wir irgendwann auf jeden Fall auch noch und das machen wir wahrscheinlich, bevor wir auf diesem Parkplatz sind. Jo, genau. Ja, und dann hoffe ich mal, dass ich schnell die Kamera nochmal gedreht bekomme, dass wir schöne Bilder aus den Voralpen zeigen können. We'll be right back.
haben wir uns gerade eben noch aufgeregt. Ja, tanken immer so teuer hier. Über diese Schweinerei, was hier stattfindet. Ja, und dann haben wir gerade in Friedburg eine Tankstelle gesehen. Also Stefan hat die erkannt. Es war eine SB-Tankstelle, also man muss sich selbst bedienen am Automaten. Aber und der brauchte wieder meine Hilfe. Naja, das ist ja immer schöner, wenn zwei Leute. Und das Schlimme ist, es steht alles dran. Es steht sogar ein schöner großer Zettel dran. Aber ja, den habe ich nicht. Der war zu groß. Der ich war suche zu ja groß. Immer nach kleinen Zetteln. Auf jeden Fall haben wir jetzt für sage und schreibe 1,63,9 getankt. Beweisfoto blenden wir euch da ein. Ja, kann man doch nicht meckern, ne? Für unter 100 Euro voll getankt. Ja. Okay, war gut. War auch nicht ganz leer. Nein, aber trotzdem. Also normalerweise hättest du jetzt schon 130. Oh, auf jeden Fall. Ja. So, jetzt wollen wir weiter. Auf jeden Fall, wenn den nächsten Biller, den wir finden, da werden wir ranfahren, ja, weil wir einkaufen müssen. Und ja, offiziell haben wir noch knapp eine Stunde, bis wir in Gemunden sind. Und dann hoffen wir, dass das mit dem Platz funktioniert. Genau, also los geht's. Ein schönes Wetter aber auch. Alter, Alter. Ja, da haben wir wirklich Glück. Also hätte ich auch nicht gedacht. Die hatten irgendwie nicht so tolles Wetter angesagt. Aber Sonnenkinder sind unterwegs, deshalb funktioniert das. Wir waren jetzt einkaufen bei Billa voller Frische. Ja, ja, war auch wirklich alles schön. Doch, haben schöner einen, kleiner Laden. Genau, hat wieder funktioniert. Ist ja so unser Lieblingsladen, wenn wir in Österreich sind. Da kaufen wir eher bei Billa ein. Ja. Wobei Spar, manchmal macht ein großer Spar auch Sinn, weil hat natürlich eine größere Auswahl. Und Parkplatz hat auch gepasst, ne? Ja, blenden wir euch gerade mal ein. Ja. Passt genau. Ich sag, jetzt müsst ihr sich gerne im Bett liegen. Zumindest die dicke Wutz hier nicht. Meinst du, da hinten geht es uns runter? Oh, das geht da aber runter. Ja, und was hier super ist, hier gibt es tatsächlich die Pombeeren in Paprika-Stil, so wie wir sie von früher kennen. Hier gibt es die noch. Freue ich mich jetzt schon. Wir bleiben ja ein paar Tage in Österreich. Ich ja. glaube, ich werde die eine oder andere Tüte mir mitnehmen. Ja, kannst du auch machen. Ein Tütchen machen. Na klar. So, jetzt fahren wir los. 14.05 Uhr, theoretisch noch eine halbe Stunde Autofahrt haben wir vor uns. Also, ab geht's. Angekommen. Ja, ich sitze da. Gmunden. Oder kleine. Ja, ja. Na, Dicky. Ja. Wir stehen hier im Toskana-Park. Und was soll man sagen? Es ist ganz schön irreführend, was die App-Park von Neiter sagt. Also muss man auf jeden Fall nochmal es ändern. Denn es war irgendwann mal außerhalb der Saison kostenlos. Das ist es nicht mehr. 20 Euro kostet das jetzt. Ich frage mich gerade, hast du überhaupt das Kurtaxe bezahlt? Du musst ja Kurtaxe bezahlen. Ja, das wusste ich nicht wie. Das wussten wir leider nicht. Also tut uns leid, vielleicht müssten wir das dann irgendwie noch klären, keine Ahnung. Ja, das muss man dann nochmal gleich gucken. Wie man hier Kurtaxe bezahlt. Auf jeden Fall ist das wohl mit dabei. 22 Euro für einen stinknormalen Parkplatz. Also hier gibt es nichts. Ja, und für die PKWs nur nebenbei ist der Parkplatz kostenlos. Das heißt, die dürfen hier kostenlos stehen. Nur wir Wohnmobilisten und Busse natürlich nicht. Tja, so ist das nun mal. Aber wir machen jetzt hier Essen da hinten. Ich muss mal gucken, ob man das sehen kann. Kamera, ja, hallo. Andersrum, von der anderen Seite. Genau. Ah, da. Guck mal, da sieht das Fingerchen. Ja, ist auch sauber. Ja. Also Essen, da wird Essen gemacht und genau. Wir machen jetzt einfach Würstchen mit Brötchen, weil dann haben wir was Warmes im Bauch, falls wir heute Abend nicht was anderes machen. Denn wir kriegen wieder Besuch. Ja, tatsächlich. Mhm. Ja, die Jungs aus Österreich, die wir ja schon in Baunatal getroffen haben, haben heute mitbekommen, dass sie Winterreifen auf ihr Fahrzeug haben. Ja, M&S-Reifen. Die sind nämlich in Österreich erlaubt. Das ist ein bisschen anders. Und damit dürfen sie nämlich jetzt fahren. Sie hätten ihre Urlaubsplanung irgendwie anders gemacht. Ja. Ja, und dementsprechend kommen sie jetzt her. Und so verbringen wir auf jeden Fall einen Abend zusammen. Hier in Gmunden. Am Traunsee. Am Traunsee. Sag mal.
Und der Falter. Ja, ja, fast ins Auto reingefahren. Zum Blödsinn auspacken. Das sag ich dir. Erst vielleicht eine Frau noch umgefahren und dann noch fast hier ins Auto. Dann sollte man lieber die Kamera wieder nach vorne packen, damit die die ganze Zeit läuft. Beweisaufnahme. Genug, dass wir, wie gut, dass wir gute Akkus haben. So, jetzt aber essen, essen, essen und wir melden uns, soweit es wieder was zu sehen gibt, ne? Ja, es wird auf jeden Fall noch was zu sehen geben. So, die Würstchen haben geschmeckt. Genau, wir haben uns jetzt mal aufgemacht, weil bevor die Sonne nachher weg ist, wollten wir uns zumindest noch mal hier das Schloss erstmal anschauen. Genau. Vielleicht heute Abend noch mal, wenn es dann dunkel ist. Mal sehen, ob es beleuchtet ist. Ob wenigstens hier nicht so auf Strom geachtet wird. Auf jeden Fall können wir sagen, haben wir mit dem Tanken dann doch wieder Glück gehabt. Denn ja, wir sind an einer anderen Tankstelle gekommen, da war schon wieder 10 Cent teurer. Ja, also es war wirklich diese Selbstbedienungstankstelle, die war wirklich eine gute Sache. Wobei, wie gesagt, die andere Selbstbedienungstankstelle sind wir später gekommen und selbst die war, die verlangen Spritpreise teilweise, wird einem ja kotzübel. Naja. Egal, jetzt haben wir vollgetankt, das stört uns jetzt nicht. Und wir sind raus aus dem Toskana-Park und jetzt gehen wir zum, ja, zu diesem Schloss, keine Ahnung, ich kenn's nicht. Schlossort, habe ich das jetzt richtig in Erinnerung? Ja, wie gesagt, ich weiß auch nicht, aus welcher Serie das stammen sollte. Ich habe ich nie gesehen. Die hieß Schlosshotelort. Ich kenne Schloss, das Schloss am Wörthersee. Ja, nee, das hat da damit nichts zu tun. Ja, da sind wir gespannt, was wir hier zu sehen bekommen. Und das zeigen wir euch alles jetzt. Ja, gespielt wird hier oder wurde hier damals das Schlosshotel Ort. Vielleicht kennt es einer, der eine oder andere. Wenn ja, bitte mal unten in die Kommentare, ob ich der Einzige bin, der dieses Ding nicht kennt. Ja, man muss ja nicht alles kennen, so ist es ja. Ja, aber sonst kenne ich jeden Scheiß, den du mal geguckt hast. Naja, gut. Aber das irgendwie nicht, ist für mich auch, ich bleib dabei, es ist für mich kein Schloss, es ist ja auch eigentlich eine Seeburg, Seeschloss. Als eine Wasserburg ist das. Eine Wasserburg. Genau. Aber auf jeden Fall sehr schön. Aus wie ein Kloster. Naja, es hat auf jeden Fall einen Innenhof, das kann ich sagen. Oh toll, ein Kloster auch. Ja. Ja, natürlich die ganzen Gebäude hier drumherum, die gehören natürlich irgendwo noch dazu. Ja, die gehören ja zum Landschloss. Genau, das ist das Landschloss. Und dann haben wir die Wasserburg natürlich dazu. Die Türme haben wir festgestellt, die haben sie mal umgebaut. Denn die Kugeln, die oben drauf sind, also ich nenne das jetzt einfach mal Kugel, jetzt weiß ich nicht, wie der fachmännische Begriff dazu sagt, ist auch egal, sind auf jeden Fall früher nicht da gewesen. Auf der Wasserburg schon. Aber nicht auf dem Landschloss. Da war das nicht. Da waren es ganz normal eckige Türme. So haben wir zumindest das auf den Bildern gesehen. Ja, wir schauen hier noch mal ein bisschen rum, würde ich sagen. Ja. Und dann geht's gleich wieder zurück. Vielleicht kriegen wir ja dann bald Besuch. Mal sehen, wann die Herrschaften auftauchen, würde ich sagen. Genau, nicht? Wir wollen dann später auf jeden Fall, wenn die Lust haben, ja, halt Richtung Gmunden Zentrum. Genau, weil wir vermuten, also wie gesagt, wenn das Schloss natürlich, also wenn sie hier nicht so viel Strom sparen, dann könnte das gut beleuchtet sein und sieht bestimmt sehr schön aus. Ja, lassen wir uns einfach mal überraschen und dann würde ich sagen, melden wir uns nachher nochmal. So, wir haben es 17.38 Uhr, neben uns haben die Türen geklappert, das heißt, da wurde gerade ein paar Stunden reingegangen. Packt. Genau, die sind nämlich so weit und wir wollen noch eine Runde spazieren gehen. Genau, Balu ist da, Balu steht neben Teddy, eigentlich ja Bagheera und Balu, aber Bagheera, ja,
ist ja noch im Krankenhaus, ne? Dementsprechend. Genau, der ist noch in der Klinik. Wir werden jetzt hier einen Spaziergang machen durch Gmunden und zwar schön an der Panorama, also schön an dem See da lang. Und dann schauen wir mal, ob es ja auch irgendwo einen Bäcker gibt. Das brauchen wir nicht für morgen vielleicht. Ja. Und ja, dann schauen wir einfach mal, was das noch so gibt. Ihr seht jetzt ein paar Bilder und morgen früh sehen wir uns wieder. Denn jetzt gibt es erstmal nichts zu sehen. Denn wenn Leute da sind, dann wisst ihr, dann machen wir immer sehr viel Süßigkeiten. Und da ist die Kamera meistens. Das will ja keiner sehen. Nee, YouTube dachte, das ja. Möchte so eine Musik nicht drin haben. Ja. Ich könnte jetzt Epidemic Sound anmachen, aber das macht keinen Sinn. In diesem Sinne, guten Morgen hier. Guten Morgen. Wir sind schon längst fertig mit dem Frühstücken. Mit wunderbar Sigis Kakaomilch. Hat sie dir geschmeckt, Marcel? Ja, weil es sind nämlich Kakaobohnen nicht aus Österreich. Obwohl das komischerweise in Österreich hergestellt worden ist. Und naja. Und Frösche sind auch drin. Zumindest wird das hier so angezeigt. Zum Wohl. Ist das ein französisches Produkt? Kein Frage mehr. In Frankreich isst man doch diese Froschschenkel. Hergestellt in Österreich. Okay. Ist das ein französisches Produkt? Ja. Ja, wenn du sagst, da sind Frösche drin. Wir sind hier in, was ist das hier? Ostfrankreich. In Ostfrankreich? In Ostfrankreich. Nee, wir sind in Niederösterreich. Nee. Oberösterreich. Oberösterreich. So meine ich auch. Knapp daneben ist auch vorbei. Knapp daneben ist auch vorbei. Ich weiß wollte gerade korrigieren. Waren wir überhaupt schon in Niederösterreich? Sind wir da durchgekommen, ihr Österreich? Auf dem Weg nach Wien auf jeden Fall. Aber dieses Mal nicht. Also letztes Mal, als wir hier waren. Das letzte Mal. Wo sind wir denn jetzt durchgekommen? Durch welche? Ja, nicht durch Oberösterreich. Nicht durch Wien. Aber irgendwas ist doch. Okay, Salzburger Land sind wir noch durchgekommen. Wo seid ihr eigentlich über die Grenze gefahren? Ach, Braunau. Dann Oberösterreich. Dann aber irgendwann waren wir Salzburger Land. Ja, das also wir wohnen willkommen in Salzburger Land. Und Salzburger Land oder Salzkammergut? Nee, Salzburger Land. Salzburger Land. Okay. Salzkammergut ist jetzt hier erst. Ja. Mhm. Ja, ja. Also ein bisschen gucken wir auf die Schilder. Du guckst nicht auf Schilder, du guckst sogar die Videos an, was fahren hier für eine Geschwindigkeit. Gut, dass wir es aufgenommen haben. Fahren über eine Brücke, was darf ich denn hier fahren? 50, 80? Ja. Manchmal ist das nicht so. Nur, dass die Videokamera gerade läuft und wir nicht wissen, was da gerade auf. Leute, ich kann euch sagen, man kann sich echt an diese Assistenzsysteme gewöhnen. Ja. Wenn dann da steht, von wegen irgendwie, du kannst so und so viel, sollst du fahren, Stefan? Und das wieder im Auto ist, ist es. Er heißt Miro, nicht Assistenzsystem. Das weiß ich. Dann nenn ihn doch bitte so, nicht Assistenzsystem. Also, Miro hat mir nur zugeschickt, dass das. Nein, aber er macht ja gerade ein Assistenzsystem. Ach so. Na ja. Ich habe mich zumindest angeboten dafür. Ja. Ich kann ganz ohne aufgefordert worden zu sein. Und ich bin faul genug, das anzunehmen. Ja, deswegen, Marcel muss heute mal nicht abtrocknen. Ja, aber hier ist noch eine Tasse. Heute sind unsere Gäste dran. Die machen nämlich mit. Die trockne ich noch nicht ab. Nee, die soll er sauber machen. Ja, ich mache schon sauber. Ja. Naja, in diesem Sinne werden wir erstmal hier den Abwasch fertig machen, würde ich sagen. Und dann fahren wir woanders hin, wo es nicht regnet. Genau, nach, wie hieß es? Vöcklabruck. Okay, also von daher schauen wir mal, wie das da aussieht. Wie das Wetter ist, soll ja ein bisschen besser sein, so habt ihr vorhin gesagt. Hat auf jeden Fall einen Abenteuerspielplatz. Es hat einen Abenteuerspielplatz. Ja. Aber es ist auch günstig. Nur Kurtaxe. Aber das sehen wir dann. Genau, also für euch hier auf dem Platz, wo wir stehen, in Gmunden, 20 Euro und dann noch 2 Euro pro Person City-Taxe. Ja. Für nichts. Auch einen Parkplatz, der leer steht. Genau. Wo keiner der gestern aber ein bisschen laut noch war. Ja, bei dem Wetter will vielleicht keiner da. Oder die haben alle am 3. müssen wieder arbeiten, hat nur den 2. frei. Ah, kann auch sein. Ja, wobei hier haben schon viele auch
die ganze Woche frei, weil der 6. ist ja auch schon wieder ein Feiertag. Stimmt. Heilige Drei Könige. Genau. Ja, stimmt. Bist du dann das Jesuskind? Hier sind drei Könige und du bist dann das Jesuskind. Na gut, wir werden erstmal fertig machen und hören uns später. Sebastian, ausmachen. Er hat die Jacke wieder an. Ja. Und auf Wunsch einer einzelnen Person gehen wir nochmal zum Schloss. Jetzt nee, nicht eine einzelne Person, sondern zweier Personen. Zwei Personen? Genau. Eine Person hat sich das gewünscht. Und die andere hat sich angeschlossen. Und wir schließen uns auch an. Und sagt, ja, machen wir. Dementsprechend gehen wir jetzt zum Schloss. Es regnet ein bisschen, also es ist feucht da draußen. Dementsprechend werden wir die Kamera nicht mitnehmen. Wir haben euch auch schon 10 gezeigt von dieser Wasserburg. Genau. Und ja, nachdem wir gelaufen sind, werden wir auf jeden Fall den Standort wechseln. Und diesen Stellplatz können wir nochmal einblenden, weil ich habe gerade nochmal ein Foto gemacht. Ja, aber nicht zu empfehlen. Naja, gut. Es ist halt teuer, ne? Also, wie gesagt, 24 Euro für zwei Personen für nichts. Mhm. Oder eigentlich müsste es auch dann 24,40 dann schon kosten. Ist einfach viel, viel zu teuer. Ja. Naja, gut. Wir werden auf jeden Fall jetzt nochmal los und dann den Standort wechseln, wie Marcel gesagt hat. Genau. Na, geht's? Na, geht's nicht? So, wo sind wir angekommen hier? In Völklerbruck. Habe ich das richtig ausgesprochen? Völklerbruck, ja. Okay, gut. Wir lernen hier die Sprache. Ja. Ist immer gut, ein Ortsansehen hier, also im weitesten Sinne, dabei zu haben? In Linzer. Zwei Linzer. Genau. Sprich eine Torte. Linzer Torte. Ach so. Glaube ich, die haben wir aber nicht da. Nee, okay. Aber das ist dann was für die nächsten Tage. Ja, okay, gut. Wir testen das. Also ja, wir testen das. Ich esse die bestimmt wieder nicht. Ja, meine Güte. Das stimmt wieder, was das älteste Tortenrezept der Welt. Wow, okay, dann bin ich gespannt. Also, das gucken wir uns auf jeden Fall an. Solange die Torte nicht die älteste ist, ist das ja ganz gut. So. Sie schmeckt zum Teil so, aber das wird hier jetzt nicht mal raus. Wegnehmen. Ich esse jetzt meinen Tee und draußen Regen. Ja, deswegen haben wir erstmal noch eine Teezeit gemacht, soll nachher besser werden. Und der Parkplatz hier oder Wohnmobilstellplatz? Ist es jetzt ein Wohnmobilstellplatz? Ja, es ist ein Platz. Genau. Wohnmobilstellplatz auf einem Parkplatz. Genau. So ist gut. Der ist auch kostenlos, nur Kurtaxe müsst ihr entrichten. Und nein, Citytaxe. Entschuldigung, Citytaxe. Hieß das Citytaxe? Bei uns? Naja. Also hier in diesem Ort davor Tourismusabgabe. Tourismusabgabe, genau. Und Strom, ja, ist mit drin. Könnt ihr euch nehmen. Sozusagen. Da gibt es einen Stromkasten, der kann man aufmachen und dann kann man sich da den Strom auch holen. Also Daumen hoch für die Stadt hier. Man darf ja Toiletten, sind auch noch dabei. Genau. Leute, die das brauchen. Genau. Ja. Und Entsorgung mit Wasser meistens auch außerhalb bei Frost. Genau. Da stand irgendwas vom 1. April bis zum 31. Oktober. Genau. Also von O bis O. Genau. Also ja. Alles gut. Werden wir jetzt hier nicht nutzen, aber zumindest werden wir nachher vielleicht noch essen gehen. Haben wir schon gesagt. Mal gucken. Also, wir lassen uns jetzt erstmal die Kekse schmecken. Ja, mach die Kamera aus. Mahlzeit. Mahlzeit. Nach einer Partie Doc. Ja, nach einer schönen Runde Docs. Ne, oder Doc? Doc. Hm, Doc. Ich sag's auch immer falsch, weil irgendwie finde ich das Mehrzahl besser. Es müsste Doc sein, sind ja mehrere Leute hier. Ja. Ja, werden wir jetzt im verregneten Ort einfach laufen, weil es macht keinen Sinn zu warten, bis es besser wird. Es wird halt weniger. Aber es bleibt halt nicht trocken. Aber das ist nicht das Schlimme. Haben wir jetzt gesagt, wir schauen uns den Ort an. Heißt aber, dass wir die Kamera natürlich hier lassen, weil das macht keinen Sinn. Wir werden euch also jetzt wieder nicht bewegte Bilder oder vielleicht doch das eine oder andere bewegt, aber halt Bilder von der Stadt zeigen. Wenn es was zu sehen gibt. Vielleicht gibt es ja nichts zu sehen. Aber wohl, man hat vorher ja gesagt, das sieht hier ganz nett aus. Altstadt haben. Genau, also gucken wir uns das auch mal an. Das machen wir. Beauty in the mundane.
Ihr habt die Impression jetzt von der Stadt gesehen. Wie gesagt, leider sehr, sehr regnerisch heute und das wird erst um 20 Uhr besser. Auf jeden Fall haben wir gut gegessen im Stadtcafé. Mhm. Wir blenden euch jetzt hier mal die einzelnen Bilder ein. Ihr könnt ja raten, zu wem gehört welches Gericht. Mal gucken, ob ihr das richtig erratet. Genau. Ja, jetzt gehen wir rüber in Balu. Ja. Ach so, und beim Erraten, Sebastian und Miro, die machen natürlich nicht mit, ne? Ne, die machen nicht mit. Das genau. Das wäre nicht richtig. Genau. So, jetzt gehen wir auf jeden Fall rüber. Nehmen noch ein paar Kartenspiele mit. Mal gucken, ob es Uno oder was anderes wird. Oder Uno normal oder sowas. Die haben ja auch noch was. Mal gucken mal. Genau. Und ja, dann werden wir den Tag so verbringen, dass wir einfach uns weiter gut unterhalten und netten Tag verbringen. Genau. Und nachher wird er wahrscheinlich eine schöne Flasche Wein trinken. Ja. Aber nicht allein. Süppel. In Gesellschaft schmeckt es doch besser. Immer besser, ja. Genau. Und du kriegst auch eine. Wenn ich denn möchte. Genau. Der Onkel Doktor war wieder unterwegs. Hätte ich beinahe gesagt. Welcher Doktor? Ja, wir haben mal geguckt, Was Balu so Balu, in Ordnung ist, ob er heile ist. Und? Eine Sache haben wir festgestellt. Naja, mehrere Sachen. Ja, gut, die Kamera, die immer wieder, naja, sich zusetzt, das ist halt normal, da hast du immer mal wieder einen Fehler drinne. Dann hatten wir noch wegen den LED-Leuchten, die werden auch angezeigt, werden natürlich nicht im Instrumententafel angezeigt, aber das Fahrzeug registriert schon, dass da andere Lampen drinne sind. Das kannst du mal erklären, das geht hier um die, hier sind ja auch die Osram-Lichter verbaut. Genau, richtig, die Osram, da ist das Thema, dass du eine andere Spannungsversorgung hast und dadurch gehen die auf Fehler. Und dann sagt er halt Kurzschluss, obwohl es kein Kurzschluss ist, weil läuft ja auch alles. Ja, das erkennt das System halt im Bordsystem und speichert den Fehler ab. Und, was haben wir noch gehabt? Was haben wir noch gelesen? Reifendrucksensor. Vorne links. Vorne links, der ist defekt. Also von daher, zumindest wird der nicht erkannt und kann nicht ausgelesen werden und deswegen blinkt das System. Immer mal wieder natürlich das nur. Das kennen wir irgendwoher, ne? Ja, nur dass ich zwei Sensoren habe oder dass wir zwei Sensoren haben. Wir sind ja bei uns, ist ja doppelt auch gar nicht. Ja. Aber diese Sensoren kennt ihr alle, der Puschel hängt davor. Huch! Diese Sensoren, die kennt ihr ja alle. Gibt es ja immer wieder das Problem, dass die Dinger Batterie vielleicht leer oder ich weiß es nicht, keine Ahnung. Auf jeden Fall lohnt sich dieser Lounge-Tester. Genau, einmal gucken, fertig, sagt unsere Werkstatt ja immer wieder. Genau, Link ist in der Videobeschreibung unten, falls jemand den haben möchte. Das ist hier der relativ professionelle, da kannst du halt auch einige Rückstellungen machen. Das ist eine professionelle? Ja, eine professionelle. Deshalb ist er rot. Ja, genau. Das erklärt. Es gibt die Nummern, die Dinger auch in Nummer kleiner. Die sind aber nicht professionell. Ja, da kannst du aber nur Fehler kurz auslesen. Hiermit kannst du auch anlernen. Und zwar auch Reifendrucksensoren anlernen. E.T., da war er wieder. Da ist er wieder. So, wir lassen uns jetzt den Wein schmecken. Genau. Einmal Föhr. Prost. Genau. Prost. Ein Wein aus Föhr. Vielen Dank, den habt ihr uns ja mitgebracht. Auch vielen Dank. Prost. Bin sehr gespannt. Duften tut er schon mal sehr gut. Ja, der ist gut. Ein Nordfriese. Ja. Man schmeckt auf jeden Fall... Die Nordsee. Nö, das nicht. Ach so. Das ist nicht salzig. Genau. Nö, der ist sehr gut. Mhm. Gut. Auf jeden Fall. Wir genießen den jetzt erstmal. Genau, dann werden wir jetzt noch Karten spielen. Uno. Ja. Damit der ein oder andere Verlierer mal ein Spiel spielt, was er gewinnen kann. Mal sehen. Und dann würde ich sagen, melden wir uns morgen wieder und berichten, wie der Platz hier in... Wie heißt der Ort hier? Vöcklabruck. Ja, wie er war, ob er ruhig war und so weiter. Bisher sehr ruhig. Genau. Also, bis morgen. So, das war's hier in Vöcklabruck. So heißt der Ort. Ich werde mir den Namen nicht merken können. War schön. Also war ruhig, muss ich sagen. Also wir haben wirklich gut geschlafen die Nacht. Das kann man echt nicht meckern. Ja, und entsorgt haben wir auch. Und jetzt haben wir entschieden, wir fahren weiter. Das werdet ihr aber definitiv erst im nächsten Teil erfahren, wo es hingeht. Genau. Deshalb hoffe ich, euch hat dieser kleine Reisevlog gefallen. Wenn ja, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Kommentiert gerne, was wir gegebenenfalls
übersehen haben, was wir nochmal besuchen müssen, weil es ist momentan eine total spontane Reise hier durch Österreich. Ja. Ja, dann würde ich sagen, bleibt uns gewogen, bleibt gesund und dann sehen wir uns schon bald wieder beim neuen Video auf unserem Kanal. Kreuzfahrtcamper. Ciao, ciao. Tschüss.